Schau dir die farbigen und vielfältigen Bohnensamen an. Hallo und willkommen zum Thema, du hast es dir ja schon denken können, die Gemüsebohne. Bohnen sind die ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Eigentlich sind sie Exoten, denn sie kamen erst im 16. Jahrhundert mit der Entdeckung Amerikas nach Europa. Die Gartenbohne stammt aus Südamerika und Mexiko. Anfangs galt die Bohne, wie die Kartoffel und Tomate, als Kuriosität. Man teilt die Gartenbohnen nach ihrem Wuchsbild grob in drei Gruppen ein. Die niedrigen Buschbohnen, die langwüchsigen hohen Stangenbohnen und die halbhohen Reiserbohnen, die allerdings weniger angebaut werden. Kleingärtner säen in der Regel nur Buschbohnen mit kurzer Entwicklungsdauer oder Stangenbohnen aus. Ich zeige dir heute, woraus und wie die Bohnenpflanzen heranwachsen. Die nierenförmigen Samen sind von der Samenhaut umschlossen. Man kann auch die Samennaht, die Samenschwielen, es sind kleine Erhöhungen, und den Nabel, der die Verwachsungsstelle zum Fruchtblatt ist, sehen. Für weitere Untersuchungen wählte ich von den zu Beginn gezeigten Bohnensamen die völlig weißen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com